Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Herzenswunsch. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Vielleicht hast du ja bereits meine vorhergehenden Videos angeschaut. Und zwar wollen wir uns heute den so wichtigen Lebensbereich der Gesundheit im Bagua anschauen. Und nochmal kurz als Zusammenfassung. Könnt ihr hier nochmal den Grundriss einer Wohnung sehen oder den Grundriss eines Erdgeschosses in einem Haus, auf den ich eben das neunteilige Bagua gelegt habe? Und wir haben ja gestartet mit dem Bereich der Karriere, dem ersten Lebensbereich im Bagua. Dann haben wir uns der Partnerschaft zugewendet hier, dem Lebensbereich. Dann waren wir hier bei der Familie Nummer 3, dann das letzte Mal beim Reichtum Nummer 4 und heute befinden wir uns hier in der Mitte des Bagua und die Mitte stellt auch die Gesundheit dar und man sagt doch auch so schön, in seiner Mitte sein. Was für unsere Gesundheit natürlich nur förderlich sein kann. Und wenn wir jetzt hier eine Diagonale ziehen würden, von hier oben nach hier unten und hier genauso eine Diagonale hier rüber, dann wäre hier genau in dem Gesundheitsbereich der Schnittpunkt der zwei Diagonalen. Und man spricht hier auch vom Herzpunkt. Im Bagua beziehungsweise in dem Fall in der Wohnung oder im Erdgeschoss des Hauses. Und wie der Name schon sagt, Herzpunkt, man soll sich dessen bewusst sein, dass hier der Herzpunkt ist. Und entweder hat man da die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein schönes Edelsteinherz in den Bereich legt, zum Beispiel klassischerweise einen Rosenquarz, der ja für die Liebe steht, oder auch ein Stein, ein Amethyst zum Beispiel. Nur im besten Falle ist dieser Gesundheitsbereich möglichst frei von Möbeln, frei von jeglichen Dekorationsartikeln oder Figuren, sage ich jetzt mal. Natürlich kann man hier auch ein Bild an die Wand hängen. Ich habe am Ende dann wieder einen Vorschlag für euch von mir. Aber insgesamt sollte man dafür sorgen, dass die Energie hier sehr frei fließen kann. Jetzt vielleicht könnt ihr sehen, auf dem Grundriss geht hier genau die Mauer durch. Genau geht hier eine Mauer durch. Und das ist nicht sehr günstig in diesem Bereich, weil man eben sagt, der Bereich ist am schönsten ganz frei, damit hier ein freier Fluss ist der Energien. Ideal wäre es natürlich hier, wenn hier wirklich zum Beispiel ein Flur wäre, von dem dann alle Türen in die einzelnen Räume ginge. Aber natürlich kann man sich das nicht immer so wünschen und dafür kann man ja auch dann sogenannte Abhilfen einsetzen. Genau, ach so, wie ihr seht, ist ja dieser Bereich hier von mir orange angemalt, genauso wie der Partnerschaftsbereich, ja, hier oben. Und das heißt, die Gesundheit ist dem Element Erde zugeordnet. Und ihr wisst ja, hier haben wir das Element Erde, also alle Töne und Farben der Erde, also braun, orange, Aprikot, Gelbtöne. Und zwar diese Farben stärken den Bereich der Gesundheit.
und nähren oder fördern würde wieder das Feuer, die Farbe Rot, genau wie im Bereich der Partnerschaft. Dazu hatte ich auch schon einiges gesagt. Und denn das Feuer, wenn man ein Feuer macht und es brennt ab, dann wird das Holz zur Asche und die Asche wiederum nährt dann hier die Erde. Also das ist wieder ein Fütterungszyklus der Elemente, eben, dass das Feuer die Erde nährt. Ja, warum gibt es den Bereich im Bagua und warum sollten wir ihn stärken und nähren? Ganz einfach, um auch unsere eigene körperliche, seelische und mentale Gesundheit zu stärken und zu fördern. Damit wir dastehen, wie hier diese wunderschönen Blumen, diese Tulpen mit diesem wunderbaren Feuer, mit der roten Farbe hier und hier die Rosen, die gelben Rosen, wie sie so vital dastehen. Es ist wirklich ja auch wie ein Wunder. Und genau so wollen wir das ja für uns. Also genau, wir haben hier wieder das schöne Beispiel. Das Wasser hier in der Vase nährt das Holz, also die grünen Blätter der Blumen. Und das Holz nährt in dem Fall hier das Feuer. So wieder hier die Tulpe, ein schönes Beispiel für den Fütterungszyklus. Genau. Ja, das Zentrum einer Wohnung steht eben für die eigene Mitte, die körperliche Mitte, wie ich schon gesagt habe, und auch dadurch für ein solides, gesundes Fundament im Leben. Genau. Das habe ich schon gesagt. Genau, ein schöner Satz, den möchte ich gern vorlesen, ist folgender. Durch Feng Shui soll der natürliche und gesunde Zustand, wie er im Freien herrscht, in Räumen und Gebäuden wiederhergestellt und damit unsere körperliche, mentale, emotionale und spirituelle Harmonie verbessert werden. Also besser kann man es fast nicht auf den Punkt bringen, finde ich. Deswegen war mir das jetzt ein Anliegen, euch das hier vorzulesen. Genau. Also wichtig ist, wie gesagt, dass dieser Bereich möglichst frei bleibt. Genau. Und in meinem Einführungsvideo hatte ich hier diese Karte zum Thema Gesundheit gezeigt aus dem Botticelli-Tarot. Wir sehen hier die Geburt der Venus, gemalt von dem Maler Botticelli. Und die Venus ist ja die römische Göttin der Liebe. Und sie strahlt genau diese Vollkommenheit aus, ja, für Gesundheit. Ein nahezu vollkommener weiblicher Körper, ja. Und sie ist hier aus dieser wunderschönen Muschel geboren. Ja, das assoziiert eine Vollkommenheit, eine vollkommene Schönheit und auch Gesundheit. Denn ich hatte ja schon gesagt, wie im Innen, so im Außen. Ja? Also das, was wir im Inneren strahlen wir auch im Außen aus. Und je gesünder, je vollkommener, umso besser. Genau. Und was sind unsere Vitalquellen?
Unsere Vitalquellen sind an erster Stelle ein guter, erholsamer Schlaf. Es ist das Allerwichtigste für uns Menschen. Es ist noch wichtiger als regelmäßig Sport. Denn im Schlaf können sich alle Organe und auch unser Gehirn natürlich optimal regenerieren. Für ein gesundes Leben brauchen wir guten Schlaf. Ja? Dann die zweite Vitalquelle für uns Menschen ist die Sexualität. Die ist auch sehr wichtig, ja, weil in der Sexualität soll alles zum Fließen kommen und der Fluss der Säfte, das ist auch alles sehr, sehr wichtig für uns Menschen. Die dritte Vitalquelle ist natürlich Essen und Trinken, ganz klar. Natürlich auch gesund essen, aber da könnte ich allein schon Stunden drüber sprechen, was ist gesundes Essen und was nicht. Da werde ich auch noch einiges dazu sagen. Gesund essen heißt an erster Stelle nicht zu viel so schnelles Essen, Fast Food, ja. Und was aber auch eine sehr wichtige Vitalquelle ist für uns Menschen, und das wäre dann die fünfte, ist auch mal Urlaub zu machen, ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt momentan gerade eingeschränkt möglich, aber wenn es wieder möglich ist, dann sollten wir das auch wieder in Anspruch nehmen für unsere Gesundheit. Genau. Ja, ich mache mir immer viele Gedanken über viele Themen und habe mir gedacht, ich lese euch noch mal etwas vor, was mir durch den Kopf gegangen ist, auch im Zusammenhang mit unser aller Gesundheit. Und zwar sind mir die Gedanken durch den Kopf gegangen, als ich beim Spazierengehen war und da was beobachtet habe, und das möchte ich euch gern vorlesen. Die Überschrift heißt Mama Mobile. Neulich beim Spazierengehen ist mir eine junge, schwangere Mutter aufgefallen. Sie schob bereits einen Kinderwagen vor sich her. Ihr Kind konnte sie aus dem Wagen direkt anschauen. Aber die Mutter hat nicht ihr Kind angeschaut, sondern ihr Mobiltelefon. Das Kind im Wagen fing schließlich an, auf sich aufmerksam zu machen. Die Mutter reagierte nicht. Ich versetzte mich in das Kind. Was es wohl wahrnimmt, wenn es von unten aus dem Wagen nach oben guckt. Es sieht ein rechteckiges Teil in der Hand der Mutter, das ziemlich wichtig sein muss. Was könnte das Kind dabei denken und fühlen? Vielleicht, dass es da etwas gibt, das viel wichtiger ist als es selbst. Es muss sich darüber traurig und wütend fühlen. Mir fiel das Kind im Bauch der Mutter ein. Was es wohl mitbekommt? Wahrscheinlich lernt es schon vorgeburtlich, dass man viel quengeln muss, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu erhalten. Als ich selbst eine junge Mutter war, hatte ich kein Mobiltelefon. Beim Spazierengehen habe ich mit meinen Kindern geredet, gescherzt, sie viel angeguckt und angelächelt. Ich habe mich gefragt, ob die Mütter von heute überhaupt noch einen Blick für die Natur haben können
und sich unbeschwert mit ihren Kindern an Enten am See erfreuen können? Oder ob sie vielmehr immer und überall erreichbar sein wollen, um sich ständig und sofort über schlaflose Nächte austauschen zu können, nicht ahnend, dass ihr Kind ihnen nur den Spiegel vorhält? Warum schläft ein Kind nachts nicht durch? Vielleicht, weil seine Mutter selbst nicht zur Ruhe kommen kann? Die Strahlung der Mobiltelefone und Sendemasten setzt unsere Körper enorm unter Stress. Deshalb sollten besonders Mütter und schwangere Frauen gut auf ihren Mobiltelefongebrauch achten. Ja, das ist mir immer wieder ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass man einen sinnvollen Umgang mit den ganzen Medien versucht. Denn unsere Gesundheit ist doch das Wichtigste, das höchste Gut für uns Menschen. Jetzt schauen wir nochmal in meine Kiste hinein und schauen mal, welches Bild sich heute zeigen möchte für den Bereich der Gesundheit. Schauen wir mal. Ah ja, genau, es ist das Bild, was ihr hinter mir an der Wand in Originalgröße sehen könnt. Schaut mal. Und ich habe es das Tor zur Gesundheit genannt. Es steht für mich für Gesundheit, Harmonie und Heilung. Und ihr seht hier, wir haben hier das Wasser, da ist auch, also Wasser nährt das Holz nährt das Feuer, Feuer nährt die Erde. Und hier dieses viele Feuer im Bereich der Erde kann diesen Bereich, dem Erdbereich, weil es so intensiv rot ist, eben dadurch eine nährende und fördernde Energie geben. Ja? Deswegen habe ich mir gedacht, ist es sehr genial für den Bereich der Gesundheit. Und ich habe auch wieder eine Affirmation mir überlegt für euch. Vielleicht wollt ihr die auf einen orangefarbenen Zettel aufnotieren. Ich bin mit mir und der Welt in Einklang. Ich bin glücklich und gesund. Das ist doch sehr, sehr wichtig. Genau. Genau. Das war mein Bild. Und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Beim nächsten Mal schauen wir uns den Lebensbereich der hilfreichen Freunde an. Das ist dann der sechste Lebensbereich im Bagua. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Macht es euch schön, so schön wie möglich. Kauft euch Blumen jede Woche, denn Blumen sind Freude. Und es soll euch gut gehen und es darf euch gut gehen. Ja? Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder den Daumen hoch gebt oder auf Abonnieren klickt. Super. Bis dahin. Macht es gut und Servus.